dass hier hinten noch alles ganz ist. Wir müssen dann nur folgen, wie wir da hochkommen. Wir steigen heute Berge. Das stimmt. Wegen ihrer landschaftlichen Schönheit und dem herrlichen Ausblick weit ins Elbtal gehören die Loschwitzer Elbhänge von jeher zu einer der bevorzugten Wohnlagen der Stadt. Als technisches Wunderwerk galt seinerzeit die 1891 bis 1893 errichtete Stahlfachwerkkonstruktion zwischen Loschwitz und Blasewitz, die ihrem hellblauen Anstrich den Namen Blaues Wunder verdankt. Offiziell aber Loschwitzer Brücke heißt. Vom benachbarten Körnerplatz aus starten zwei Bergbahnen. Wollt ihr da nicht fragen? Das ist eine Frau.
Hallo, ich bin der Peter und ich bin Bergbahner. Hier an einer der ältesten Standseilbahnen der Welt. Willkommen in unserer wunderschönen Bahn. Ich freue mich jeden Tag darauf, mit ihr zu fahren. Aber heute nehme ich Sie nicht nur mit auf den Weg nach oben, sondern auch auf eine kleine Reise durch die Geschichte unserer Standseilbahn. Seit 1895 fährt unsere historische Bahn zwischen Loschwitz und dem Weißen Hirsch auf und ab. Wir überwinden auf unserer Fahrt 95 Höhenmeter und legen eine Strecke von 547 Metern zurück. Der Stadtteil Weißer Hirsch trägt übrigens seinen Namen, weil der kurfürstliche Kapellmeister Bernardi im 17. Jahrhundert eine Schenke mit dem Namen Weißer Hirsch auf seinem Gut errichtete. Anscheinend war dieses so hervorragend, dass sich drumherum eine Ortschaft bildete. Unsere alte Dame besteht aus zwei Wagen, die durch ein 38 mm starkes und 610 Meter langes Zugseil miteinander verbunden sind und von der Fördermaschine in der Bergstation bewegt werden. 1984 wurde unsere Bahn unter Denkmalschutz gestellt. Der Erhalt und die Pflege dieses technischen Denkmals sind uns als Bergbahner sehr wichtig. Zu Beginn unserer ca. 5-minütigen Fahrt durchquerten wir den 96 Meter langen Burgbergtunnel. Etwa in der Mitte der eingleisigen Strecke fahren die beiden Wagen aneinander vorbei. Dort befindet sich nämlich auf einem 102 Meter langen Gerüstviadukt die Abtsche Ausweiche. Da die Radsätze der beiden Wagen jeweils spiegelverkehrt, auf der einen Seite mit einem Doppelspurkranz und auf der anderen Seite nur mit einer spurlosen Walze ausgestattet sind, benötigt die Weiche keine beweglichen Teile und ist für uns sehr wartungsfreundlich. Ich könnte Ihnen noch so viel mehr über die Technik unserer Standseilbahn erzählen, aber unsere Fahrt ist dafür nicht lang genug. Doch für diejenigen, die sich genauso für die Technik und die Geschichte unserer Bahn interessieren wie ich, haben wir eine Broschüre, die Sie an der Talstation kaufen können. Bergauf, bergab mit den Dresdner Bergbahnen. Kurz bevor die Bahn am Ende der Strecke in den 54 Meter langen Prinzessin-Isa-Tunnel einfährt, kann man links den Luisenhof sehen. Die Namensgeberin für beide Bauwerke war die sächsische Kronprinzessin Luise von Toskana, die um 1900, also in den jungen Jahren der Standseilbahn, in Dresden lebte und sehr beliebt war. Ich finde die zahlreichen Terrassen an und um den Luisenhof herum wirken wie kleine Hinweise auf etwas ganz Besonderes. Denn wenn man ankommt und etwas Glück hat, kann man von den Terrassen die wundervolle Aussicht über das Elbtal genießen. Nach der Ankunft in der Bahn zu begrüßen. So Leute, jetzt sind wir nochmal hier. Ich habe auch schon mal meinen Kanal das schon mal hier oben gezeigt. Wenn ihr das letzt euch nicht interessiert, einfach dann ja die Minuten wegspulen. Aber ich gebe jetzt Mühe, dass letzt was anderes aufgenommen wird. Und ja, die Video Szene, wo ich schon mal das aufgenommen habe, werde ich euch reinschreiben, wie der Film heißt, wo ich schon mal mit meinem Schatz hier oben war. Aber die Strecke hier, die lässt neu. Nein! Wir gehen jetzt runter! Was meinst du? Du laufst ein ganzes Stück jetzt da runter. Doch!
Ja, Fußweg ist das. Zack ich. Geht gut, das ist aber. Ich wollte wieder hoch. Vor allen Dingen, wir sind dumm. Wir hätten hier die Zeit nicht sehen können. Hallo, was machen wir jetzt?